Hallo und guten Tag, mein Name ist Frank Rösle. Ich bin einer der Mitglieder des Hochzeitssyndikates, der Teil, der mit den Karten und alles, was man bedrucken kann, zu tun hat. Und heute zeige ich Ihnen Letterpress-Karten, eine besonders schöne und feine Art, Ihre Gäste einzuladen. Wie der Name schon sagt, ist Letterpress eine Drucktechnik, bei der die Buchstaben und Symbole in die Karte hineingepresst werden. Bei Letterpress geht es nicht einfach nur um das Sehen, sondern auch um das Fühlen, die Haptik. Deswegen machen wir jetzt einfach mal das Licht aus. Stellen Sie sich jetzt die Karte vor. Sie fahren mit dem Finger über das Papier und spüren die Buchstaben, die hineingepresst wurden. Genau das, was Sie jetzt fühlen, ist die Haptik. Das ist das, um was es bei Letterpress geht. Eine Karte, die nicht nur die Augen anspricht, sondern buchstäblich tiefer geht als herkömmliche Druckverfahren. Wir nehmen für diese Karten nur sehr hochwertiges Material, entweder Blüten oder handgeschöpftes Baumwollpapier. Letterpress ist noch richtiges Handwerk. Hergestellt durch eine Technik, die im 15. Jahrhundert von Johannes Gutenberg erfunden wurde. Wir erstellen am Computer mit einer fast unerschöpflichen Auswahl an Schriften und Symbolen oder Motiven Ihren persönlichen Favoriten und setzen diesen dann um. Gemeinsam mit Ihnen entwerfen wir die Gestaltung und wählen dann die passenden Papiere und Drucktechniken aus. Letterpress gibt es entweder als Blindprägung, das heißt, der Text hat die gleiche Farbe wie das Papier, oder natürlich auch farbig oder mehrfarbig. Als zusätzliche Veredelungsmöglichkeit gibt es den sogenannten Farbschnitt. Hierbei wird die Kante der Karte in einer bestimmten Farbe eingefärbt. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über Kommentare und Likes. Sie erreichen mich unter www.hochzeitsyndikat.de. Bis zum nächsten Mal.